Der nach Brasilien geflohene ehemalige Linken-Aktivist Cesare Battisti steht vor seiner Auslieferung nach Italien. Brasiliens Präsident Michel Temer unterzeichnete einen Auslieferungsbefehl und folgte damit einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Demnach gilt die einstweilige Verfügung nicht mehr, nach der die Auslieferung des ehemaligen linken Guerillas bisher verhindert wurde. Battisti galt als militanter Linksaußen und wird seit den 70er Jahren in Italien wegen Mordes gesucht. Nachdem er zu 4 lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurde, floh er nach Brasilien. Sein Anwalt will nun gegen die Entscheidung des obersten Gerichtshofs Berufung einlegen, um die Auslieferung Battistis zu verhindern.